wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading. Ja, mit Dirk Helger und dem Stereo Trader. Wie gewohnt freue ich mich sehr. Sehr lange her, dass ich hier mit Dirk das Webinar veranstalten durfte. Und mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich an den Dirk übergebe, müssen wir wie immer den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, super. Ja, also der Raum fühlt sich immer noch und ist sehr, sehr, sehr gut gefüllt. Und lieber Dirk, ich übertrage sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So. Dann nehme ich den Bildschirm doch auch mal sehr gerne an und hoffe, du hast einen Ton vor allen Dingen, weil der war ja irgendwie gerade nicht so da. Muss mir nur sagen, wenn der zu laut ist. So ist in Ordnung. Okay, wunderbar. So, dann sage ich auch mal hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es leider keine Kamera, wollte ich dem Nelson gerade noch im Geheimen sagen, aber wir sind ja schon zu spät, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Da gibt es auch bestimmt einige, die freuen sich, wenn sie mich nicht sehen müssen. Von das daher, stimmt nicht. Vielleicht aufzuschleimen, sollst du doch nicht. Aber wir sehen nicht deine Plattform. Ich weiß nicht, ob du den Bildschirm. Ja, ja, das ist schon, das hat seine Richtigkeit. Ja, ich fange ja immer okay. mit dem Startbild an. Nee, weil ich habe. Wir sehen gerade OBS und dein Desktop. Ach, du siehst den Desktop. Mhm. Ach, Moment, da muss ich den Bildschirm irgendwie switchen. Moment mal. Weil. So, jetzt sieht es aber richtig aus, ne? So. Ja. Genau. So, ja, weil damit ist das Problem schon erkannt. Ich habe nämlich hier einen anderen Monitor hinstellen müssen, weil der Alte gemeint hat, er müsste vom Tisch runterfallen. Und ja, und deswegen, das Problem ist, deswegen hat auch keine Kamera heute, weil ich musste da ein besonderes Kabel haben und das ist zu kurz. Das ist nämlich genau 1 Meter lang, verbindet die beiden Monitore links und rechts miteinander. Normalerweise ist da dann ein kleiner Spalt dazwischen. Da guckt die Kamera durch. Wenn ich aber den Spalt auflasse, und dann ist das Kabel nicht lang genug. So. Deswegen ist die Erklärung auch, warum es heute kein Kamerabild gibt. Aber wie gesagt, man kann es auch verschmerzen ausnahmsweise mal. Bin ja immer so ein Freund davon, das Ganze so ein bisschen persönlicher zu halten. Aber ich kann es nicht erzwingen, beziehungsweise es ist, ja, geht halt einfach nicht. Und ich glaube, dann das Bild von dem, was wir hier treiben, beziehungsweise was der Markt treibt, ist ja dann doch ein bisschen wichtiger. Ne? So, also das kurz zur Erklärung und Entschuldigung, warum das heute so aussieht, wie es aussieht. Aber so ist es halt. So, ja, das ist aber schon so, ne? Mit Bild ist irgendwie, das macht schon irgendwie mehr Spaß. Das ist so ein bisschen lebendiger. Und ich tatsächlich auch. Was? Nein, ich habe nur gelacht aufgrund Ingolfs Beitrag. Also ja. Ja, ich habe vorhin auch dem Timo schon geschrieben, so, der Vorteil ist, endlich nicht rasieren fürs Webinar. Und Jogginganzug, das ist das Allerbeste. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es so anonym, ne? Ganz ehrlich, ich bin da so dran gewöhnt jetzt mittlerweile. Und das ist halt einfach viel, viel ja, angenehmer, ne? Also finde ich halt mittlerweile. Aber okay, du hast ja bis heute immer dich nicht durchringen können, mal mit Kamera da anzukommen. Aber kriegen wir auch noch hin, ne? Ja. Jetzt frag dich mal, wer ist der junge Mann da unten rechts? Ganz ehrlich, ich finde das Bild. Das ist gruselig, sieht da irgendwie älter aus als im Spiegel, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich habe kein sauberes Hemd an, genau, ich habe überhaupt kein Hemd an. Das ist der Punkt. Wenn ich oh, okay, willkommen zum Chart. Ach Mann, ey. Jetzt ein bisschen Spaß muss ja dann trotzdem sein. Ich muss das ja irgendwie dann auch hier kompensieren. So, wenn ich schon mich nicht visuell daneben benehmen kann, dann doch wenigstens verbal. Also, dann gehen wir mal auf den Markt ein. Also, ich würde sagen, der ist long. Ne? Ich meine, so wahnsinnig viel kann man dazu gar nicht sagen.
Weil grundsätzlich, ich ruder mal hier mal so ein bisschen zurück zu dem, was ich halt auch die letzten Tage da halt auch gesagt beziehungsweise geschrieben habe, hier mal im DAO. Und zwar, nehmen wir mal zuallererst, da war halt hier die 301, die war bei mir anfangs noch in Rot, die war natürlich auch schon da, als der Markt da noch nicht da war. Das war letzten Endes aber einfach auch nur eine Projektion von einem, also eine Fibo-Projektion von einem der Anstiege. Ich bin ja normalerweise überhaupt kein Freund davon, zu sagen, okay, am ATH haben wir einen Widerstand oder über dem ATH. Diesmal hat es aber gepasst. Der Grund war halt schon so ein bisschen, weil wir halt einfach wirklich da tagelang in der Range da rumgelaufen sind. Und es gibt halt auch, genauso wie es die ganzen Shorties gibt, die halt dann permanent irgendwie versuchen, dagegen zu halten und dann natürlich halt da oben rausgepresst werden, gibt es natürlich auch, habe ich so das Empfinden, das persönliche Empfinden, auch viele, die sagen, also der Heiko ist ja auch so einer davon, der sagt, ja, jetzt kommt der Plop. Ne? Das heißt also, viele sitzen dann drauf, gehen dann halt hier long, spekulieren darauf, dass da oben halt die Shorties, die Bärenfälle halt abgefackelt werden. Ja, das funktioniert aber auch irgendwie nicht immer. Wir hatten hier so ein bisschen einmal durchrutschen und dann halt hier nochmal und nochmal. Im Endeffekt hat er sich aber dann hier halt eine Range halt aufgemacht. So, und ich habe gestern halt auch geschrieben, wenn, also die Gefahr war gestern schon noch da, dass die Nummer hier abkippt. Hat man auch deutlich gesehen, dass hier sind ja alle Stundenkerzen, da kam er wirklich stundenlang nicht darüber hinweg. Und es hätte halt eben genauso gut passieren können, dass hier oben der Deckel dann auch drauf bleibt und wir dann hier nochmal in dieses Gap rutschen, was hier in gelblich dargestellt ist. Und wenn das passiert wäre, dann wären wir ja wohl für meine Begriffe auch nach unten dann weggeschlittert. Deswegen habe ich auch gestern gesagt, das wird nicht so ohne weiteres darüber laufen. Die Gefahr ist klar da, dass wir abrutschen. Und sie ist dann gebannt, wenn wir überdeutlich über der 34.301, das war hier der letzte Deckel, schließen in der Stunde. So, das ist dann passiert. Hier oben ist auch nochmal so eine Zone. Ich hoffe, man kann das halt auch einigermaßen erkennen, weil die ja nur ganz schwach da drin ist. Das war letzten Endes auch nur die Fibo-Projektion von dieser, ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr welcher, auch von einem Anstieg. Und hat man auch sehen, hat er auch erkannt, ne, aber deutlich da oben dran geschlossen, also über der 301. Und dann, und das zeigt natürlich dann auch die Stärke, hier nicht mal mehr genau an diesen Widerstand zurückkorrigiert, sondern kurz vorher getreten, dann abgehauen. Und das führt dann eben dazu, dass halt die Schieflagen, so das Bild hatten wir schon öfters. Ich habe da auch mal einen größeren Trade draus gemacht und auch im Vorfeld beschrieben, hier jetzt halt nicht. Aber das Bild ist halt wirklich typisch, wenn dann halt sowas ist, wo dann hier so ein Widerstand ist und er kommt nicht mehr genau bis an den Widerstand zurück. Weil generell ist es ja so, dass das Prinzip, das ich halt immer handle und auch erkläre, ist, dass ich sage, da wo ein Widerstand war, wenn der gebrochen ist, wird der zum Support. Und das hatten wir ja wirklich schon rauf und runter ganz oft das Thema und es zeigt sich ja halt immer wieder, dass es funktioniert. So, wenn aber dann halt hier sowas zum Beispiel kommt, ja, und wir haben halt hier natürlich die Shorts, die halt nach oben hier aufgelöst wurden, als Beispiel, wenn da mal nicht alle raus sind und der kommt nochmal runter. Und wenn hier der Punkt nicht mehr erreicht wird, das heißt, die hier in dem Bereich Short waren, wenn die nicht mehr dazu kommen, ihre Positionen aufzulösen, passiert genau das, was danach gekommen ist. Das heißt, die gehen dann halt trotzdem raus und dann gibt es halt so einen Knaller halt nach oben. Und eigentlich ganz, ganz typisch. Und das zeugt dann natürlich auch absolut von Stärke. Wenn sowas halt ist, also durch den Widerstand, durch, drüber, ja, und dann nur bis fast und dann nochmal ein neues Hoch, dann kann man Short vergessen. Und dann läuft das Ding halt zum Mond. Und da sitzt auch gerade, passiert auch gerade so ein bisschen. Aber damit ist zumindest mal erklärt, rein technisch natürlich, warum das jetzt einfach halt hier weiter steigt. Und weil halt einfach tatsächlich, die sind raus, ja. Also die halt hier versucht haben zu shorten, da oben ist halt nichts mehr. Und grundsätzlich vertrete ich halt immer die Devise, dass ich sage, es gibt keinen Widerstand über einem ATH, sondern nur die Idee davon. Und sieht man auch hier, das zum Beispiel war auch wieder eine Projektion, ne? Da läuft dann durch, setzt dann halt hier mal kurz drauf auf, das war jetzt über Nacht und das war's dann halt. Ne? So, das heißt, das war die Idee von einem Widerstand. Und hier auch wiederum halt eine Fibo-Projektion, ganz viele, ganz sicher, die da gesagt haben, ja, da gehe ich dann short. Warum? Ne? Also es funktioniert halt so ganz einfach nicht. Und deswegen
hier in so einem Markt ist für meine Begriffe immer so die einzige Chance, im schlimmsten Fall einfach long rein, ja, mit einer kleinen Position, den Stop halt ein bisschen größer gewählt und dann halt mal gucken, wohin die Reise geht. Und man kann jetzt natürlich auch wieder hingehen. Das ist nämlich das, was ja wirklich in letzter Zeit oft zu beobachten war, dass nämlich, wenn man halt Projektionen macht, dass die schon vom Markt erkannt werden. Aber es das heißt eben nicht, dass das dann halt auch ein Widerstand ist. Wenn man zum Beispiel mal hält hier, nehmen wir doch einfach mal die Geschichte hier. Ach, wie immer macht das falsch rum, der Hilger. Ich bin halt nicht, war nicht so der FIBO-Experte, aber bei sowas nehme ich die dann schon auch zu Rate, weil irgendwo muss man eine Idee haben, wo es da oben hingehen könnte. So, und wenn man das dann halt hier macht, einfach ne, von diesem Anstieg, so, und dann landen wir jetzt da in dem Bereich, und da sehen wir zum Beispiel hier halt auch 138. Das heißt, hier oben wäre dann jetzt das nächste, was wir halt hätten, wobei man es halt richtigerweise wahrscheinlich auch nochmal anders anlegen müsste. Aber ohnehin ist das alles nur Rätselraten. Und lieber bin ich aber dann da natürlich im Rätselraten auf der Long-Seite dabei, also in der Impuls- und Trendrichtung, als dann halt jetzt dagegen zu halten, ne? Weil das macht halt keinen Sinn. Und hier werden wir dann auch sehen, ich kann das immer einzeichnen, wenn man den jetzt zum Beispiel halt da hinlegt. Rot ist eigentlich die falsche Farbe, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Ich gebe auch hier mal das Live-Chart für alle frei. Also wer den Stereo Trader hat und das Live-Chart Add-on installiert, der kann auch während den Webinaren, mache ich das ja immer so, ohne eine Lizenz dann auch die Inhalte sehen, die ich halt hier zeichne. Ne? Also maximal eine Minute später. Das ist auch das Ding im Hintergrund, was man gerade gehört hat. Das ertönt immer, wenn halt ein neues Update da ist, also ein neues Chart-Update, ne? Ein neues Bild-Update. So, und das heißt, ich würde jetzt hier mal davon ausgehen, was haben wir da oben dann halt, was ist das? 683 in dem Bereich. Da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich dann mit den NFPs erstmal hinspringen. Davon gehe ich mal ganz stark aus und dann muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Schlimmsten Fall kommt er halt hier nochmal runter auf den letzten Widerstand, wenn man das überhaupt so nennen kann. Hier an der Stelle. Ja, das wäre die 571. Weil da sieht man ja auch in der Stunde, ich hoffe, das ist irgendwie alles deutlich genug, beziehungsweise groß genug halt hier erkennbar. Ja, das sieht man ja halt, das hat hier einfach da dran nochmal Widerstand und dann drauf. Das heißt, das wäre halt der andere mögliche Punkt. Also die 671 hat das jetzt schon aktualisiert? Nee, noch nicht. So, oder halt eben die da oben und mache ich auch mal separat, damit es auch ohne Fibus sichtbar ist. 684. So, ich gehe dann auch direkt mal rüber auf den anderen Schirm. Ne? So, hier ist der Long. Den habe ich halt eben mal aufgemacht. Und mal gucken hier jetzt in dem Bild. Ah, ich habe hier gar keinen. Das ist natürlich clever. Das hätte ich besser mal reingemacht. Aber das kriege ich auch noch so hin. Also 684, ja, der Bereich. Und da haben wir halt hier oben auch eine vom Vortag entsprechend halt auch nochmal die FIBO-Erweiterung. So, jetzt ist 16:30 Uhr. Mal gucken, ob wir das wirklich da oben hin zuerst macht oder ob wir zuerst nach unten korrigieren. Ne? Also das heißt, das wäre wahrscheinlich die andere Variante gewesen. Ich nehme den jetzt mal raus. So, damit er nicht hier zu viel abgibt. Und gehe nochmal rüber. Und ja. Ja, siehe da. Ja, gut, da war ich jetzt ein bisschen langsam. Ne? Aber vom Prinzip her passt das alles. Das heißt, den hätte ich hier eigentlich nochmal reingeben müssen, aber ich war mir jetzt halt, weil ich da drüben das Live-Chart nicht drauf hatte, jetzt gerade nicht ganz sicher, wo genau der Punkt ist. Von daher ist es jetzt erstmal soweit okay. Das heißt, wenn man den jetzt hier long gemacht hat, muss man natürlich aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen, aber der sollte jetzt erstmal hier oben hinlaufen. In einem Rutsch. Einmal kurz Schwung geholt, einen Dip runter. Ja, ist natürlich schade, den hätte ich natürlich jetzt, aber da habe ich echt mich vorhin ein bisschen viel verquatscht da. Aber gut. Aber Hauptsache, ihr seid da immer schneller und gut im Zuhören und habt die gleichen Ideen wie ich. Weil das hier zumindest halt eine Reaktion ist,
Das ist halt klar, ja, weil einfach das Prinzip wie immer, jetzt überlegen, gehe ich da long rein noch? Ja. Ein bisschen genauer gucken. Gucken wir da jetzt nicht, solange wir da nicht unten durch schlittern, ist es alles nicht so schlimm. War ich auch mal auf Minute. Ja, drückt jetzt erstmal ein bisschen. Aber zumindest habe ich den, ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe den halt hier zumindest schnell rausgezogen. So, hier könnte man jetzt mal versuchen. Ist keine Empfehlung, wie immer. Bitte. Aber es sind jetzt erstmal nur die letzten Lows an der Stelle. Muss mal gucken, ob ich da jetzt nicht zu übermütig war. Aber auch hier, ne, bei mir nur wirklich eine Fünftelposition. Hier unten ist das VAL. Das muss man, glaube ich, aushalten. Und wichtig wäre natürlich, dass der halt komplett zurückläuft, ne? Also möglichst am Stück. Kann man natürlich auch irgendwie in Etappen machen. Das heißt, hier erstmal raus als Beispiel. Oder halt Stopp direkt hinterherziehen. Auch wenn das jetzt nur ein paar Punkte dann halt sind. Aber werden wir sehen, ne? Also, weil erstmal weiß ich ja nur, wir kriegen hier eine Reaktion. Wie weit die dann läuft, steht nochmal auf dem anderen Blatt. So, und das heißt, wenn das VRL kommt, so, der sieht eigentlich auch nicht gerade short aus, also die letzte Minute zumindest. So, hier das Orderbuch. Ich meine, klar, wenn man oben jetzt short gewesen, natürlich wesentlich netter. Also hier ist die größte Order. Das ist natürlich dann schon netter, aber das hat jetzt aus meiner Sicht aber erstmal keinen Sinn gemacht. So, wie sieht es da aus? Ja. Madrid ist jetzt hier erstmal am VAL. Ja, die Long Order da unten ist gerade gefressen worden. Das ist nicht gut. Okay. So, gehen wir mal nochmal rüber. Heißt aber jetzt erstmal trotzdem nichts. So, einfach mal gucken, ob da noch was nachkommt. Oder eben nicht. Wie gesagt, nur Fünftelposition, ne? Die kann man natürlich auch irgendwie zwei, dreimal versuchen. Ist nicht weiter schlimm. Das ist natürlich schon ziemlich aggressiv, was ich jetzt hier halt auch mache. Auch klar, ne? So, Grund ist einfach, hier unten war eben eine dicke Order und dann haben wir hier einfach erstmal nur einen Stich durch das, durch die Value Area, durch das Value Area Low. Das heißt also auf der Unterseite dort, wo 70% des Volumens waren. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass der zwangsweise halt hier aufgehen muss. Der kann natürlich jetzt nochmal, wenn das zum Beispiel 5 Minuten getaktet ist, kann er genauso gut nochmal fliegen, ne? So, dann würde ich aber dann auch long erstmal. Was? Moment, Sekunde mal eben. 5 Minuten Impuls muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen würde ich den mal hier kurz skalieren. Ja, weil oft ist so, wenn jetzt zum Beispiel sowas mit 5 Minuten Takt halt gemacht wird und dann gibt es erstmal noch einen kleinen Schub, wenn nach Ablauf der 5 Minuten dann halt hinterher. Und ganz oft war es das dann halt auch schon. So, wir sind aber jetzt hier so, also es ist noch okay, warum ich halt auch hier jetzt noch dagegen halte, weil, na, wenn man jetzt hier mal guckt, darf es natürlich nicht übertreiben, ne? Ganz klar. Na, hier dieses Low. Der Markt ist heute ein bisschen schnell für mich hier. Ja. So, das ist ja halt hier das letzte Low halt also vom Prinzip halt jetzt. Das Tagestief, wo er einmal jetzt einfach nur kurz drunter gestochen hat, eben wie gesagt unterhalb der VAL. So, das heißt, wenn ich jetzt nur Verlustbegrenzung, also was heißt Verlustbegrenzung? Der erste ist ja aufgegangen, der zweite ist unten rausgedrückt worden. Wenn ich jetzt nur drauf aus bin, hier
also quasi 0 auf 0 rauszukommen, dann gehe ich jetzt hier flat und dann ist das Ding wieder drin. Ne? So, aber ich würde jetzt halt hier schon mal gucken, ob wir es nicht trotzdem nochmal ganz nach oben kriegen. So, hier wäre die Future-Eröffnung, der nächste relevante Punkt, weil er halt einfach der Tag dann nochmal auf grün drehen würde. Und dann muss man sich halt überlegen, ob man da halt drin bleibt oder ob man dann da halt rausgeht. Wichtig wäre natürlich dann halt schon, dass wir da halt auch jetzt ein bisschen mit Speed drüber ziehen. Ja, fehlt schon noch so ein bisschen Drive nach oben. Ich halte jetzt mal kurz die Füße still. Mal zumindest einmal da oben drüber kommen. Also hier mit übrigens Shift-BE. Auf den Button hier, da kriege ich den halt 2 Punkte über Break-Even mit einem Klick. Na komm schon, einmal oben drüber. Was wir hier sehen, also der blaue, das ist einfach nur der SMA 20. Ne? Den habe ich halt irgendwie in letzter Zeit immer mit drin. Was soll dem Dirk jemand sagen? Ich sehe das hier so aus einem mit einem Auge. Da steht, man solle mir irgendwas sagen. Habe ich was übersehen? Meint war vom Teilnehmer, dass alles rot ist. Das macht ja nichts. Das macht ja erstmal nichts. Das macht ja erstmal gar nichts. So, ne? Also hier, komm schon. Hey. Irgendwie. Er will noch nicht so richtig. Wäre schon, also ich glaube schon, dass wir die Stunde noch nach oben auflösen, aber halt eben wohl auch, ne, wie man halt hier sieht, trotzdem mit ziemlich viel Gedrücke auf der Unterseite. Ne? Also das heißt, der ist jetzt hier nochmal im Plus raus. Hätte man natürlich auch hier rausnehmen können, aber wie gesagt, Fünftel sei es jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Also weil halt, ne, wenn jetzt zum Beispiel halt, Alex war hier, die Daten waren schlecht. Also mich interessieren die Daten halt nie, ehrlich gesagt. Ne? Weil wenn man jetzt halt mal, also gerade im Intraday-Trading, da macht halt irgendwie so eine fundamentale Betrachtung halt einfach überhaupt keinen Sinn. Weil letzten Endes wissen wir nicht um die Gründe derer, ja, die sich halt im Markt positionieren. Was wir aber wissen, ist, ich gehe mal nochmal hier auf das andere Bild zurück, was man aber weiß, ist doch, dass zum Beispiel halt wie sowas jetzt hier, ne, jetzt habe ich natürlich auch hier ein bisschen anderen Überblick, also hier spricht für meine Begriffe überhaupt nichts gegen Long. Was ich aber doch weiß, ist, dass die Interessen aufeinandertreffen. Das heißt, hier waren die Käufer von heute Morgen. So, hier sind jetzt die Verkäufer. Die wollen vergleichsweise billig rein. Die sind erstmal unten. Ja, so, ob die jetzt halt wegen der Zahlen dann sagen, boah, ja, Panik, alles muss raus, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ne? Und deswegen finde ich das halt immer, ich meine, es kann natürlich dann im Laufe des Tages sich dann auch weiter nach unten entwickeln wegen den Zahlen. Das ist möglich, ne? Keine Frage. Aber halt jetzt hier, wenn man kurzfristig da drin ist, ist das für meine Begriffe gar kein Thema. Ne, man sieht ja, hier ist ja die Reaktion. Und das Einzige, was wir ja machen können, ist ja Reaktionen handeln. So mehr können wir ja gar nicht tun. Ne, weil wir ja nicht wissen, ob jetzt zum Beispiel jetzt ausgerechnet in der halben Stunde, wo dann halt wenn dann solche News kommen, ob dann ausgerechnet in der halben Stunde da alles Pulver verschossen wird, was es zu verschießen gibt, da glaube ich halt nicht dran. Das passiert halt auch super selten. Ne? Ich meine, das andere Ding ist ja, wir wissen jetzt hier unten, ne? Ich meine, der kam ja schnell runter. Wir wissen hier unten, oh, die Zahlen sind schlecht. Das heißt, die ganzen langsamen,
also wir bezeichnen uns jetzt auch mal als die Langsamen, kriegen das hier unten erst mit. So, und er ist aber doch schon, hat hier an der Stelle schon über 100 Punkte runtergeknallt. So, wenn wir jetzt dann kommen, so, die Zahlen sind schlecht, ich gehe mal short, der ist auf jeden Fall 100 Mal langsamer als die, die da oben letzten Endes computergesteuert da halt ihre Orders rausgeballert haben. Und die sind vielleicht einfach schon fertig. Hier unten sind jetzt nur noch die, die die Zahlen mitbekommen haben und dann jetzt irgendwie anfangen zu denken. Und die, die heute Morgen hier gekauft haben. Was da oben die Jungs, ich glaube nicht, dass die jetzt noch hier großartig irgendwas machen. Sieht man ja, es geht ja irgendwie auch gerade nichts mehr vorwärts. Weil warum sollten sie, wenn ich hier oben drauf gedrückt habe, an der Stelle, wegen den Zahlen und da halt mein Algo halt entsprechend gespeist war, wurde halt damit, der hat ja gar keinen Grund, irgendwas mal zu machen. Der kann sich jetzt hier das Gezackere von uns, was wir hier unten treiben, ne, dann halt in Ruhe angucken und die Beine hochlegen. So. Und ob jetzt hier dann halt irgendwie alle die Nerven verlieren, genau jetzt an der Stelle, wo sowieso schon das Tagestief war, das ist dann halt sehr, sehr spekulativ. Ne? Egal, wie ob jetzt die Zahlen sehr schlecht waren, oder halt auch nicht. Ja, weiß nicht. Ne? Also ich meine, man hat ja auch gesehen, das war ja halt auch okay zu handeln. Ne? Behaupte ich jetzt mal, das war ja jetzt irgendwie so schlecht nicht. Ich habe ja halt nur darauf gebaut, dass wir ein bisschen mehr Reaktionen kriegen. Aber ich hätte ja genauso gut hier rausgehen können und dann hätte ich halt hier zwei Dinger fett im Plus gehabt und so ist es halt so. Pi mal Daumen halt null, weil hier oben die kleine Reaktion, hier jetzt nochmal so eine mittellange Reaktion und dann zwischendurch eben der kleine Loser an der Stelle, kann ja gerade mal irgendwie gucken. Ich kann es ja einfach mal einblenden, gucken, was da steht. Also hier minus 26, plus 14, plus 13. Ne? Also wie vermutet, ein Punkt plus trotz allem, obwohl ich nicht mal gut rausgekommen bin. Ne? Von daher ist es doch völlig, finde ich doch völlig in Ordnung. Ne? Weil ich habe ja auch gesagt, ich würde versuchen, also hier nächste Anlaufstelle an der Future Open, da will ich drüber, da sollte er auch deutlicher drüber. Da ist aber halt nur ein bisschen drüber. Ne? Wenn man jetzt dann halt ganz vernünftig nur geskypt hätte, dann wäre man natürlich dann halt hier erstmal rausgegangen, beziehungsweise ich hätte den Stop halt enger nachziehen müssen. Aber nichtsdestotrotz, es ist doch okay, ne? Also hier sieht man es ja jetzt wirklich dann deutlich, was ja dann auch passiert ist. Kann man doch erkennen, oder? Gehe ich mal von aus. Ne? So, und wie gesagt, ob die jetzt auch, hier gilt immer noch unverändert, ob die jetzt dann halt hier wirklich Vollgas geben nach unten, ich glaube noch nicht dran. Ne? Ich glaube echt nicht dran. Ich glaube wirklich, dass wir halt nochmal ganz deutlich nach oben laufen. Würde jetzt aber hier trotzdem nochmal so ein bisschen warten. Mal gucken, wie hier mit der Value Area umgeht. Wenn wir da nochmal reinlaufen und dann hier mit bisschen Speed und dann rennt der nochmal hoch. Ich will jetzt hier nicht unbedingt nur nochmal, weil ich ja jetzt gerade halt erstmal nur plus minus null bin, beziehungsweise einen Punkt vorne, will ich halt jetzt hier nicht unbedingt nochmal mit einem Risiko von irgendwie 40 Punkten, was ich jetzt hier bräuchte, nochmal reingehen. Aber vom Prinzip her ist es das, ne? Weil wenn ihr halt auch da halt nochmal zu so einer eine Order, ne? Also wenn die zum Beispiel Algo generell sind viele Orders, die halt zum Beispiel mit den Algos gefüttert werden, sind zeitlich gesteuert. Das heißt, die machen das halt in Schüben von als Beispiel alle 6 Minuten, alle 3 Minuten, manchmal auch alle 5 Minuten. Und wenn ich jetzt aber doch zum Beispiel halt schon dann halt in zweimal oder dreimal halt das Ding hier reingeben konnte, ne, zum Beispiel hier, da und meinetwegen auch noch hier, dann fange ich doch hier jetzt nicht auch noch an und gebe da halt auf am Tagestief nochmal eine Short Order rein. Das mache ich eher nicht. Da warte ich wirklich lieber drauf, wenn ich halt so positioniert bin, was machen die hier unten? Schlagen die sich da jetzt die Köpfe ein? Wollen die da unten durch? Was machen wir? Aber hier gibt es ja keinen Grund, jetzt irgendwas zu platzieren. Ne? Also, weil wenn man jetzt dann halt sagt, okay, die Zahlen sind schlecht, gut, dann warte ich erstmal ab, ob halt hier jetzt die anderen halt jetzt nochmal auf den Zug aufspringen und sagen, hey, wir sind hier am Tagestief, da gehe ich da erstmal long. Oder guckt man sich an, was, wie das Ganze hier halt ausgeht und ob wir jetzt so weiter durchklatschen und dann würde ich aber dann auch eher versuchen, im Rücklauf dann halt irgendwas
dann halt als Beispiel Short reinzugeben. Ne? Also wenn es überhaupt großartig runtergehen sollte. Ja, aber jetzt hier an der Stelle sieht man ja auch, ne? Das ist, da passiert irgendwie gerade nichts. Ne? Und deswegen gibt es auch jetzt hier keinen Handlungsbedarf, weder für die eine noch die andere Richtung. Von daher lasse ich das jetzt auch erstmal sein. Aber generell, warum ist der Dow schlechter beziehungsweise mehr Short als der S&P nach den News? Auch da, ich meine, das kann jetzt natürlich halt sein, dass da halt Unternehmen halt mehr betroffen sind, die jetzt halt im Dow unterwegs sind. Es kann auch einfach an der Liquidität liegen, dass die im Dow ja grundsätzlich deutlich unter dem vom ES, also vom S&P 500 ist. Ne? Von daher gibt es da schon viele Gründe. Man hat ja vorhin auch gesehen, das Orderbuch war eben ordentlich dünn. Und klar, wenn da halt ein bisschen was reinkommt, hat man auch, sieht man vielleicht eine Aufzeichnung, wo ich ja hier den einen Long, der halt daneben gegangen ist, da war nämlich, da hat man gesehen, da war zuerst, ich kann natürlich jetzt ja nicht zurückspulen, aber da hat man schon gesehen, da war das Buch plötzlich ganz dünn. Wir hatten unten eine größere Long-Order und plötzlich war die weg und dann fällt der unten durch. So. Und das heißt, es ist einfach nur extrem dünn. Und wenn da jetzt halt als Beispiel da halt einfach Volumen, warum auch immer, mal kurz aus dem Dow abgezogen wurde und dann fällt der natürlich dann halt auch stärker. Und das muss dann nicht mal dann was damit zu tun haben, dass da halt nochmal irgendwas fundamental, also jetzt, dass sich jetzt die News zum Beispiel mehr auf den Dow auswirken wegen fundamentaler Informationen. Das muss halt nicht sein. Ne? Also das kann einfach so ganz profane Gründe haben. Weil, wie gesagt, nochmal im Intraday-Handel fundamental, das klappt nicht. Das klappt echt nicht. Weil wie oft hat man dann auch gesehen, dass zum Beispiel halt, wir erinnern uns an den lieben Donald Trump, der halt immer wieder mal per Twitter irgendwas rausgehauen hat. Und die einen sind da halt vor Schreck dann halt aus allen Positionen raus. Die nächsten haben vor genauso viel Schreck dann halt plötzlich alles wieder eingekauft. Und egal, ob es dann irgendwie nachher gut oder schlecht war, im Endeffekt waren es dann halt wahnsinnig viele Dips, die da halt passiert sind. Wir hatten ja auch zum Beispiel, hat man ja vorgestern, ne, am Dienstag ja gesehen, ne? Da war ja halt dieser, der Rutsch, jetzt guck mal hier, da zieht er halt schon wieder hoch. Ne? Also hier an der Stelle, hier an der VA, die mal kurz gekauft, eigentlich sehr, sehr sauber. Also wer das Thema halt nicht kennt, also Value Area vielleicht nochmal ganz kurz. Hier ist 70% des Handelsvolumens von heute. Und da sieht man zum Beispiel einmal drunter gestochen. Und dann halt wieder hier ein bisschen dran gezackert. Einmal drüber geschlossen, nur auf eine Minute. Keinen Punkt mehr drunter. Und dann direkt versucht er jetzt halt hier auch wieder weiterzukommen. Ne? Dann jetzt hier erstmal Klassiker SMA 20. Wahrscheinlich drückt sich das jetzt auch nochmal weiter hoch. Also er kann es auch immer noch schaffen. Durchaus möglich, haben wir auch schon oft gesehen, dass halt bei den NFPs wirklich dann halt so die letzten Minuten der komplette Turnaround kommt. Und das heißt, dass halt die Stunde nochmal in der Stunde davor, ich sage mal kurz, was ich meine damit, dann halt auf den letzten Drücker dann halt auch nochmal schließen will. Jetzt gehen wir noch kurz rüber. Also gemeint ist diese Grenze hier. Also hier der letzte Außenstab. Bei der 613 kann sein, dass da wirklich auf dem letzten Drücker dann so eine kleine Rakete dann nach oben dann halt kommt, ob er jetzt dann halt da drin schließt oder nicht. Aber wäre schon naheliegend, dass zumindest mal kurz versucht wird, dass hier einmal wirklich so ein Sprung über diese Range dann auch drüber gibt. So, wenn ich jetzt hier nicht so viel erzählen müsste, würde ich das wahrscheinlich sogar versuchen zu handeln, ehrlich gesagt. Also das heißt, würde man dann. Ich muss nur hier immer so viel gucken, wo ich das an der richtigen Stelle klicke. Deswegen bin ich halt nicht ganz so schnell, wie es gerne wäre. Also, das heißt, würde man eigentlich jetzt hier, das wollte ich nämlich gerade zeigen, eigentlich hier per Long Stop rein. Und muss dann aber halt natürlich schnell gehen. Also hier oben drüber wäre das dann halt quasi. Ich würde es aber halt übrigens so ein Stop nicht unbedingt mit dem ersten machen, sondern warten. Das heißt, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja hin. Das heißt, da ist die Grenze.
ne, von dem letzten größeren, von der letzten größeren Bewegung nach unten. So, wahrscheinlich werden wir jetzt sehen, dass er einmal da drüber zuckt und dann wieder runter. So, und dann würde ich halt im zweiten Anlauf dann halt versuchen, da reinzukommen. Wenn er das jetzt so macht, ne? Wenn jetzt aber halt, weil das ist zumindest, wäre jetzt typisch, wenn er jetzt aber an einem Stück da wegläuft, dann ist es halt so. Aber mal gucken, das wäre zumindest noch eine Option, weil ich rechne halt wirklich, also wenn das so kommt, wenn das jetzt hier unten gekauft wird, werden wir an einem Stück da oben hinlaufen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wir haben auch hier, wo hier das Vortageshoch angezeigt wird, in Gelb. Dort liegt auch genau der Point of Control. Das heißt, wenn wir bei der Value Area bleiben, das heißt, wir sind über das Value Area Low und hier nochmal reingekommen. Und dann wäre es schon auch natürlich jetzt konsequent, zur Mitte zu laufen, also dort, wo heute das meiste Handelsvolumen war. Und wenn da noch was nachkommt, stehen wir eben entsprechend auch am Value Area High. Und das deckt sich wiederum sehr, sehr nett hier mit dieser, mit diesem Low, ja, sieht man ja hier mit dem, mit der Supportzone hier von dem, wo er sich die ganze Zeit da oben gehalten hat. Und das deckt sich halt wirklich super, ne? Das heißt, deswegen, auch deswegen kann es wirklich gut sein, dass wir jetzt einmal eine lange Kerze oder vielleicht zwei wieder dafür brauchen, die halt dann wirklich am Stück da oben durchgeht. Ja, jetzt hier nur, da halt jetzt einfach per Market Long oder halt per Long Stop ist ein bisschen schwierig. Also wenn man das macht, dann muss man, glaube ich, schon irgendwie auch sich darauf einstellen, dass das Ding halt auch sauber zu skalieren. Oder halt eben, wenn man schnell ist, in zwei Anläufen. So, mal gucken, 7 Minuten haben wir noch. Also mich würde es echt nicht wundern. Aber wirklich überhaupt nicht. Weil hier unten, es kommt auch kein Druck mehr nach unten. Also nach oben zwar erstmal auch nicht. Aber wie gesagt, nach unten, warum die eigentlich fertig sein müssten, für meine Begriffe ist erklärt. Hier war auch der letzte Verkäufer. Entweder wird er nochmal aktiv oder eben nicht. Und wenn nicht, und dann kann es sein, dass die eben halt auch alles wieder auflösen. Werden wir mal sehen. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es hier reinzukommen. Wenn nicht, kann man sich das ja mal angucken und vielleicht was daraus mitnehmen für den generellen Handel bei solchen News, weil eigentlich mag ich halt News wirklich auch sehr, sehr gerne zu handeln. Wird ja immer wieder gesagt, es ist Gezocke, das ist wahr. Also wird von denen gesagt, die es nicht live machen. Aber ich mache es jetzt wirklich halt hier schon ein paar Jahre mit den NFPs und und das ist ja auch kein, kann ja dann auch kein Glück sein, ne? Wenn es irgendwie fast immer so läuft, wie man es halt erklärt. Da sollte man ja dann schon auch davon ausgehen, dass ein bisschen mehr dahinter steckt als Gezocke. Also passt natürlich nicht für jeden, das ist ganz klar, ist Geschmackssache. Ich finde es halt immer gut, weil ich halt ja auch immer sage und auch grundsätzlich der Meinung bin, dass entsprechend bei News ja auch letzten Endes nichts anderes passiert als sonst auch, nur schneller. Das ist eigentlich alles. So, dann gucken wir mal. Also eine schicke 5-Minuten-Kerze. Was heißt schick? Also bremst hier unten erstmal. Mal gucken, wie die aussieht. So. Hier auch ein kleiner Stich. Die schreit wirklich schon so danach, nach oben einmal durchzuballern. Aber halt, es müsste jetzt wirklich dann 5 Minuten gelutscht sein, der Drops. Wird natürlich jetzt schon ein bisschen eng. Mal gucken. So, hier ist nochmal der Aufsetzer auf dem letzten, auf dem bisherigen Tagestief. Der ist genau hier. Der ist wirklich genau da. So, komm. Ich versuche es mal, aber nur, hier sammeln sich gerade so ein paar Shorties. Aber es muss dann halt wirklich dann auch ganz schnell gehen, die Nummer. Sonst macht es halt keinen Sinn. Und eben nicht Market.
Ja. Und selbst wenn er jetzt halt hier durchfällt, auch nicht schlimm, dann muss man dann gleich mal gucken, wo man dann halt einen passenden Rücklauf dann halt findet. Also wenn er jetzt noch nach oben will, müsste er sich wirklich ein bisschen beeilen. Weil jetzt wird es dann langsam eng. Es wären noch 3 Minuten, das ist bisschen. So, kurz Schluck trinken. Das halt auch, ne, wenn irgendwie, wenn so das Bild fehlt, muss ich noch erklären, dass ich was trinken will. Sonst sieht man das ja ganz einfach. Muss man sich gar nicht wundern, warum es so still ist auf der anderen Seite. Ja, Gold habe ich vorhin irgendwie auch schon nebenbei gesehen. Ich dachte, ich glaube, es wird Zeit, mal irgendwie nochmal Gold zu kaufen. Ist es gestiegen oder Lutz? Weil ich habe es hier nicht auf dem Schirm gerade, will auch jetzt gerade nicht umschalten. Aber ich vermute mal, oder? Dass Gold da irgendwie gerade eine Attacke startet. Ja, Deine dachte ich Vermutung mir. ist richtig. Ja. Ja, habe ich vorhin echt gedacht, verdammt, ey, ich wollte doch noch irgendwie mich auch noch irgendwie physisch Gold. Da bin ich nämlich gerade irgendwie auch dran. Und sagt, darfst nicht zu lange warten. So 1800 wäre so die Grenze, wo es dann wirklich Eisenbahn wird, glaube ich, da auch zu agieren. Aber okay. Also, das wird nichts mehr. 2 Minuten sind zu knapp. Das wird nicht mehr funktionieren. Ne? Drückt sich auch hier jetzt wieder unter die VA. Wir kriegen es wahrscheinlich dann schon, wenn die Stunde jetzt um ist, nochmal irgendwie einen Rücklauf da oben hin. Das wird wahrscheinlich schon kommen. Nur halt wird die Stunde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr in grün bzw. weiß schließen. Ja, auch wenn wir jetzt hier noch mal ein bisschen was bekommen. So auf den letzten Drücker, aber der reicht nicht. Ne? Also da müsste jetzt wirklich hier 100 Punkte, ja schon 150 in 1 Minute 30, das ist ein bisschen stramm, das wird nichts. Ja. Und nichtsdestotrotz, klar, wenn man drauf baut, kann man natürlich trotzdem machen. Ne? Also sieht doch hier diese 5-Minuten-Kerze, die sieht so ein bisschen komisch verdächtig aus. Ne? Die hat auch gerade hier, wo ich ja gesagt habe, da ist halt einfach das bisherige Tagestief. Da ist mal kurz irgendwie drunter, das war es dann halt. Ne? Und die wird höchstwahrscheinlich nach oben auflösen. Also ich glaube nicht, dass der hier unter der Stunde schließt. Also wenn man will, hier einfach rein und dann halt hier oben irgendwo raus. Mal gucken, ob das jetzt passt, 40 Sekunden. Das würde ich mir jetzt mal angucken, ob die jetzt wirklich zumindest so schließt, ob diese Einschätzung stimmt. Aber denke ich schon. Ja, weil hier war einfach das bis die 142. Ich kann die hier auch mal kurz einzeichnen. Ah, ich bin heute ein bisschen. Hey. Was ist das? 142. 34. Ach Quatsch, 494. Ich habe gesagt, das ist ja, was ist das denn? Wo kommt denn die Zahl daher? Hier, 494. Ne? Das war halt genau das, wo er jetzt nochmal aufgesetzt hat hier, was ich vorhin gezeigt habe. Nämlich halt, dass hier einfach nur nochmal das bisherige Tagestief nochmal getestet wurde. Das heißt, hier, das waren die Übertreibungen, dann hier nochmal hin und irgendwie keine 10 Punkte drunter oder gerade mal, ja, 9 Punkte drunter und dann halt rüberziehen. Das ist völlig okay. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe davon aus. Also das hat jetzt hier zwar noch nicht ganz gepasst mit der letzten 5-Minuten-Kerze, aber die oder die nächste wird es dann halt machen. Ne? Das heißt, noch einmal jetzt hier mit Speed dann da oben drüber. Und dann halt nochmal versuchen, irgendwie die, zumindest mal das eigentliche Target, was ich gerade eingezeichnet habe, ich zeige es gleich nochmal, damit man es versteht, wird er versuchen, dorthin auch zu laufen. Ne? Also hier jetzt reinkommen, kann man machen. Stop gehört dann aber hier drunter, nicht unbedingt mal dran, sondern drunter. Ne, also ich eigentlich sogar hier drunter, weil da darf er natürlich nicht mehr hin. Aber ist natürlich jetzt dann halt auch hier immerhin 50 Punkte irgendwie Risiko. Das muss man natürlich auch mögen. Ne? Klar. Und vor allen Dingen, also die Chance ist schon sehr, sehr hoch.
dass wir ein paar Punkte da hochspringen. CAV ist natürlich mies, aber dafür ist die Trefferquote halt umso höher. Ne? Sieht man jetzt ja auch, geht das Ganze halt an. Also zum Skypen kann man das natürlich machen. Also ich gehe nochmal kurz aufs andere Bild, um nochmal zu zeigen, was ich meine, wohin wir wollen, also beziehungsweise wohin der Markt jetzt am liebsten will. Also hier oben hätte er hingemusst, um in der Aufwärtsbewegung halt zu schließen, also die 613. Und das würde er jetzt auch versuchen. Ne? Also davon gehe ich mal ganz stark aus. Wir haben jetzt auch gleich Kassaeröffnung. Das heißt auch da, ja, das würde das natürlich auch sein, ein bisschen unterstützen. Das heißt, da besteht schon die Möglichkeit, ja, dass wir dann halt hier, dass wir jetzt hier einfach nur ein klassischer Außenstabsbruch, dass wir dort während der Kassaeröffnung jetzt einmal hinlaufen auf die 613 und dann, was er dann da oben treibt, wird man dann sehen. Aber so ohne weiteres drüber schließen wird die Kasse dann halt nicht. Ne? Aber von daher ist Long völlig legitim, weil was man jetzt hier auch ganz klar sieht, deswegen das auch vorhin zu den Einwänden, so von wegen, ja, aber die Zahlen sind schon sehr schlecht. Ne? Gucken wir uns das hier mal ganz profan an. Ich mache mal unten meinen Kopf weg. Gucken wir uns das mal ganz profan an. Dann sieht man ja hier, ne, das war ja halt diese Projektionszone, wo halt morgen auch schon mal hier dran gescheitert ist, da durchzukommen. Und jetzt ist einfach nur noch mal das Gleiche passiert. Ne? Ein bisschen länger halt darunter, okay. Mit ein bisschen Untertreibung unter die, unter das VAL. Aber im Wesentlichen nichts anderes passiert. Von daher ist Long jetzt hier auch mal erstmal die richtige Entscheidung. Klar kann der noch da unten durch, aber er hat es ja hier mit dem langen Anlauf schon nicht hingekriegt. Also ist die Chance, dass es jetzt halt hier, obwohl die Stunde ja schon drüber geschlossen hat, da jetzt einfach drunter plopst, relativ gering. Deswegen kann man das ruhig machen. So, ich muss mal kurz. Bisschen trockenen Hals. So, no, sieht man, funktioniert doch. Gut, also, dann ja, passt ja zumindest schon mal alles. Ich bin immer heilfroh, wenn das Erklärte auch irgendwie Sinn macht. Jetzt sieht man übrigens auch wahrscheinlich die 5 Minuten ein bisschen besser. No, da oben hängen wir. Das ist auch hier der lustige EMA 200. Aber da wollte ich ja halt eben, habe ich ja gesagt, darüber, ne, kann man als Stop machen, aber nicht mit dem ersten Anlauf. Das sieht man ja auch jetzt, passt auch. Das heißt, einmal kurz dran, kommt zurück und jetzt kommt es drauf an, ob das Ding da oben durchgeht oder halt nicht. So, jetzt ist es zwar zu spät, natürlich, um die Stunde noch sauber aufzulösen, heißt aber nicht, dass wir da nicht nochmal hinlaufen jetzt. Und das heißt, wenn jetzt der zweite Anlauf kommt, der kann dann halt auch funktionieren. Ne? Und hier an so Sachen wie EMA, bekanntlich, störe ich mich ja nicht. Okay, also, da mache ich noch irgendwie kurz das große Bild. Also, ein Punkt plus, hurra, hurra. News Trading. Ja, nur ein bisschen vielleicht ein bisschen früh an mit Long, aber ich finde es nach wie vor richtig. So, also, was wird passieren? Wie gesagt, jetzt, ich gehe mal davon aus, um bei dem DAU zu bleiben, ich gehe mal davon aus, dass die Kasse hier in dem Bereich sich abspielen wird. Das heißt also von hier, wo jetzt sind, 516. Bis entsprechend ja, halt so dahin. Übertreibung wäre aber auch denkbar, sogar dann halt hier einmal kurz drüber und dann aber halt, also das glaube ich eher noch weniger. Ich denke halt irgendwie sowas in der Richtung und dann wird halt mal versucht, da unten halt wieder auf den letzten Widerständen aufzusetzen. Ne? Weil was man hier natürlich ja auch sieht, er ist ja hier einfach so mal durchgelaufen ja, in dem Bereich. Und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir das halt hier dann auch nochmal sehen werden. So, die Fibos mache ich mal erstmal wieder weg. Einfach ganz, ganz profan. Also hier auf den letzten Widerstand eigentlich schon fast, würde ich sagen, Maximum, aber natürlich ist jetzt hier erstmal ein bisschen Druck drauf. Und der wird auch schon noch in irgendeiner Form verlängert werden. Und deswegen gehe ich halt auch mal ganz stark davon aus, dass wir dann halt auch hier vielleicht ein bisschen dominanter reinstechen werden und vielleicht dann auch wirklich halt hier mal die Zone bei der 301 sogar komplett sehen. Ja, das ist hier das Tief da halt mal kurz rausnehmen, dann hier auch mal ganz reinsticht und dann muss man halt mal sehen. Aber generell spielt sich das für meine Begriffe jetzt für die nächste
Stunde jetzt erstmal hier in dem Bereich ab, also 613 bis, also rund 600 bis 400. Ne? Und wir stehen da halt genau in der Mitte. Ja, das ist für mich jetzt erstmal der nächste plausible Bereich. So, ich glaube, was jetzt den Daily angeht, da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel dazu zu sagen. Da sieht man ja einfach ganz, ganz deutlich, ja, dass wir halt hier zwar relativ lange in einer Range gehandelt haben, aber das hier war der Dienstag, genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Da gab es ja dann irgendwie eine Andeutung von der Yellen in Richtung Zinsen könnten steigen. Dann hat der Markt erstmal hier plopp gemacht. Der DAX ist gleichzeitig hier mal kurz ins Loch gefallen und dann wurde wieder relativiert und das ist das Ganze wieder hochgegangen. Das ist aber dann eher so eins von den Beispielen, wo man dann ja hier auch ganz klar sieht, ne, so Charts machen News. Weil ich hatte nämlich, und das werden ja auch einige hier mitbekommen haben, die dabei gewesen sind morgens in der Gruppe. Ich habe mich ja da zu Wort gemeldet und habe eine Warnung ausgesprochen für den DAX, habe gesagt, Leute, das sieht für mich so aus, als könnte das heute nach unten aus wegbrechen, die Range. Ne? Und das war weit bevor die News halt kamen. Und hat es dann halt im Endeffekt, der DAX ist vorgeprescht, der Dow kam hinterher mit den News. Ja, und dann waren es im Endeffekt, waren es die News, die einfach nur das Ding voll gemacht haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann hier die Linie, gab es ja auch schon, bevor die anderen News kamen, ist einfach nur die Unterseite von der Range. So, was macht der Markt? Der rennt halt wieder zurück. Und von daher, selbst Intraday, also selbst bei solchen Geschichten, die dann augenscheinlich so aussehen, als hätten sie mit den News zu tun, es ist ja immer das Gleiche, ne? Man sagt ja auch, Charts machen News und nicht umgekehrt. Ne? Weil ich bin ja auch bei solchen Geschichten, ich war, wie gesagt, mit dieser Warnung wesentlich früher an als die News. Und das ist ja kein Zufall, das ist normal. Also von daher muss man sich davon, glaube ich, gerade im Daytrading so ein bisschen frei machen, sich da zu viel immer rein zu interpretieren. So, das heißt halt hier, wie ich gerade vorhin sagte, nach oben, ne, the sky is the limit. Also hier jetzt irgendwie nach Widerständen suchen, ich würde es nicht machen. Ich würde dann eher gucken, in Rückläufen halt long reinzukommen. Ist natürlich alles keine Empfehlung, muss natürlich jeder selber wissen. Aber jetzt gerade, wo die Range hier echt auch noch so sauber da halt unten gebremst hat und dann jetzt endlich halt hier sich das Ganze entlädt, nach so langer Zeit ist Short meistens keine gute Idee. Und im DAX hatten wir das ja auch. Zack, ewig in der Range rum, letzten Endes ja Jahre. Und auch wenn ich vorher nie an die 14 geglaubt habe, aber ich habe dann direkt danach gleich mal die 15 aufgemacht und habe da schon gesagt, am besten stellt man sich auf 16 ein, also auf 16.000. Einfach weil halt, wenn eine Range so lange hält, je länger sie hält, umso stärker ist die Entladung. Ne? Hier war es jetzt nicht so wahnsinnig lange, aber halt auch wahrscheinlich dann doch schon lang genug, weil dass er jetzt hier runterkommt und da schließt, ne, dann halt hier irgendwie unter dem Tief von gestern bei 34.181, glaube ich eher weniger. Kann natürlich sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also ich tippe dann eher so auf so eine Geschichte, dass wir halt hier irgendwo auf dem Hoch von gestern oder knapp drüber oder knapp drunter, dass sich da das Ganze halt fängt und nach oben auflöst. Wohin auch immer. Aber da würde ich mal eher davon ausgehen. Das ist plausibler. Im DAX gehe ich auf den auch nochmal kurz ein und dann können wir hier auch gleich schon bald den Deckel zumachen. So, der DAX ist wirklich von den Sinnen, ja. Also, ich habe es ja heute in meinem Blog auch noch geschrieben. Also, ich meine, das hier war schön, ja, vor allen Dingen, weil es ja super auch mit Ansage gekommen ist, nachdem er da irgendwie schon 4 Wochen rumgedaddelt hat, habe ich dann halt tatsächlich geschafft, mich genau an dem Tag zu Wort zu melden, wo es dann halt auch aufgegangen ist. So, auch hier unten, da haben zwar noch 20 Punkte gefehlt. Ich habe halt gesagt, 270 Punkte Luft ist nach unten. Da haben halt irgendwie so minimal hat da unten was gefehlt. Also ich glaube, 20 Punkte waren es. Ne? Das ist aber vom Prinzip her völlig okay. So, dann habe ich aber gesagt, wir kriegen Rücklauf an die Range relativ zügig. Der kam ja dann auch direkt am Folgetag. Und gestern habe ich gesagt, das Ding, genau wie im DAU, habe ich es ja vorhin schon erklärt, kann halt hier scheitern. Idealerweise würde es das auch und würde dann halt hier in einem zweiten Schwung, der ein bisschen tiefer geht, nämlich hier auf 600, das sieht man im Daily gleich besser, im zweiten Schwung, das wäre so mein Wunschszenario gewesen. Einmal hier so, diesen da und dann halt so, das hätte er machen sollen. Aber nein,
Es hat hier gestern nur so ein bisschen an dem Gap rumgeturnt und heute stehen wir jetzt da drüber. Deswegen, also mit dem DAX stehe ich da, abgesehen wirklich von dem einen schönen Dienstag, da gerade wirklich ganz schön auf Kriegsfuß, weil das ist ja wirklich nicht mehr feierlich, was da halt abläuft. Also wenn man sich das mal im Tageschart halt mal anguckt, ne? Weil hier ist das ATH und so geht es halt nicht. Ne? Ich meine, wenn ich einen Dip mache, dann ziehe ich es halt auch durch. Und bremst nicht da in der Range und fummel da wieder rum und jetzt schon wieder, lauf schon wieder Gefahr, da drin zu stranden und dann sehe ich schon kommen, dass wir am Ende des Tages schon wieder hier irgendwo mittendrin stehen. Und das ist halt gruselig. Guckt man sich das nämlich halt mal im Daily an, wird es halt auch deutlich. Wenn man da mal die Tage zählt, ist der 25. Tag. Der 25., wo wir in dem Bereich hier rumlaufen. Das sind 5 Wochen. Das braucht kein Mensch. Und das ist halt wirklich, also ich meine, wenn man hier long gegangen ist, gut und schön, aber ich habe immer noch meine Zweifel dran, dass das so funktioniert, weil dafür war der Dip einfach auch nicht tief genug. Ne? Und vor allen Dingen, wenn dann halt hier das gleiche Prinzip, wenn die Range so lange hält, muss die Entladung eigentlich deutlicher sein. Also das ist, weiß ich nicht, sieht für mich so ein bisschen halbherzig aus. Wenn man hier jetzt mal als Beispiel die 600 aufmacht, ne? Also die. So, in dem Bereich, das wäre doch schon nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Ne? Dann hätten wir hier zumindest mal hier unten in dem Cluster drin gestanden. So haben wir irgendwo in der Luft gedreht. Und wer soll es denn da machen? Also deswegen habe ich da wirklich so meine Zweifel dran, dass das jetzt hier nach oben durchbrennt. Kann alles sein, aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube, wir bringen da nochmal ein paar Wochen in der Range und irgendwann schalten Sie den DAX dann in Frankfurt ab. Weil keiner mehr Lust drauf hat. Kann passieren. Gut. Also, das ist wie gesagt, deswegen DAX ganz großes Fragezeichen, was das jetzt wieder werden soll. Ne? Also, ich am besten irgendwie don't trade the DAX, außer halt irgendwie kurze Schwünge, wenn man es schafft, irgendwie die in der Range da abzufrühstücken. Und ansonsten besser irgendwie dann gucken auf das, was sich mehr bewegt. Alright. So. Also, von meiner Seite war es das. Ich habe irgendwie alles gesagt, was es da jetzt dazu zu sagen gibt. Ich glaube, ich kann aber gerade nochmal gucken, wie das jetzt hier mittlerweile im, ja, gut, nichts mehr passiert. Und das wird wohl dann gleich die Kasse dann halt auch erledigen. Von da war es jetzt auch erstmal okay, da nicht mehr reinzugehen. Also das hier hätte man natürlich machen können, irgendwie die Strecke, aber gut. Schön. So, Nelson, wenn du nichts dagegen hast, würde ich an der Stelle dann den Deckel drauf machen und Mach das. mich wieder anderen Dingen widmen. Faul in der Sonne liegen, wie immer, weißt du ja. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ich mache ja nichts anderes mehr. Ach, das wäre schön. Überhaupt einmal faul in der Sonne zu liegen, das wäre echt gut. Huch, habe ich mein Mikro weggeworfen? Nee, ist noch da. So, nächstes Mal dann auch hoffentlich mit längerem Kabel. Und dann auch wieder mit Bild. Ja, bis Dienstag Aber ich hast du hasse Zeit. dich. Bitte was? Sag, bis Dienstag hast du Zeit. Ja, das wird eng mit Kabel, ne? Das wird eng. Ich kann es versuchen. I can try. Na gut. Gut. Also, da sage ich an der Stelle mal Dankeschön, dass ihr alle dabei gewesen seid. So zahlreich, wie immer eigentlich. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Das sollte dann eben der Dienstag gewesen sein. Und beziehungsweise wird der Dienstag dann wohl sein, wenn der Nelson das sagt, dann stimmt das meistens. Eigentlich immer, wenn der Nelson das sagt. Der hat das ein bisschen besser auf dem Schirm als ich. Ich gucke immer nur abends auf den Kalender und denke so, ach, muss ich mich morgen schon wieder rasieren, verdammt. Und ja, so läuft das dann bei mir von der terminlichen Planung mit den Webinaren ungefähr ab. Nein, aber wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und freue mich dann auf Dienstag und danke natürlich an den Nelson hier fürs Organisieren bzw. Moderieren. Und du hast gerne das letzte Wort, mein Lieber. Super, ich habe nichts zu ergänzen, du hast alles gesagt. Natürlich ein riesen Dankeschön an dich für das Webinar und du siehst es ja auch selber im Chat. Das Feedback wie immer sehr, sehr gut und ja, ich schließe mich dem an. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wenn Sie heute noch traden, natürlich viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf. Würde mich freuen, wenn Sie Dienstag wieder dabei sind. Also bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, schönes Wochenende. Ciao, ciao.